Mitarbeiter für blöd hält, für unmündige Bürger, für unmündige Idioten. Hallo, Lieben. Er sagt gerade, wenn man seine Mitarbeiter für Idioten haltet, dass sie zu Idioten werden. Da sehe ich das größte Potenzial an der Schule, dass man die Kinder, dass man den Kindern wie soll ich das sagen, zu wenig Aufgaben gibt, damit sie daran wachsen können. Oder zu schnell aufgibt, wenn man denkt, es wäre zu schwer. Und dann geben die Kinder ja auch auf. Es ist ein schmaler Grat, den man da geht. Aber für mich ist es so, dass ich meine Schüler so behandle, dass sie alle gut sind. Es gibt keine schlechten Schüler bei mir. Es gibt einfach Schüler. Haben sie eine schlechte Note, dann ist es halt so. Dann haben sie zu wenig gelernt oder was auch immer. Aber oder zu wenig aufgepasst im Unterricht, das kennt man ja. Und dann ist es so, wie es ist. Ich fragte meine Schüler immer, hey, wieso möchtest du mit dem Kopf durch die Wand? Warum gehst du immer an die Wand so? Dank, 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 dank. Wieso hörst du nicht einfach auf und lernst was? Oder passt deinem Unterricht auf? Das wäre es schon gewesen. Das ist alles, was ich möchte, ist einfach nur aufpassen. Und dann checkst du es und dann hast du gute Noten und dann wird sich dein Leben verbessern, weil du das alles brauchst dann auch weiter bei der Arbeitswelt. Das hört nicht auf. Also, in diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Bye bye.